Und hier bin ich auch schon mal wieder. Schon das zweite Video hatte. Heute ist mal die nächste Sendung angekommen. Sieht ziemlich abenteuerlich aus, aber man kennt ja DHL. Jetzt habe ich das Mikro weg. Ich hoffe, das geht so. Ich weiß zwar ungefähr, was da drin ist. Es wird wieder eine Figur sein. Und ich hoffe, dass sie wirklich auch so aussieht, wie sie ist. Wie bei dem anderen Video auch. Ich würde sagen, ich mache die einfach mal auf. Die habe ich auch aus der gleichen Gruppe, wo ich beim letzten Mal auch schon die Silica-Figur her habe. Die steht auch hier mittlerweile da oben. Oh, die ist verpackt. So. Knack. Oh, so. So. Kann mal ein bisschen drehen hier. Dann kann ich das ja so mal schon mal zeigen. Es ist eine Figur aus den Anime Shagukan no Shana. Eine der Animes, die ich bis heute auch liebe wie sonst was. Bisher hatte ich auch nur kleine Figuren. Und diese drinnen sollen insgesamt zwei Stück sein. Da schon mal die zweite. Irgendwie fehlt noch was. Da. Oh, ein bisschen vergelbt. Aber das kann man sauber machen. Das gucke ich mir gleich genauer an. Ist noch was hier drinne, außer Schaumstoff und Haare. Da hat jemand Haarverlust. Das kommt sowieso in eine Tonne, muss sowieso noch runter. Und dann fange ich erstmal mit der hier an. Ah, das ist die. Ja, das, da wurde mir schon vorher gesagt, dass die, dass der Standfuß etwas vergilbt ist. Ich hoffe, das sieht man. Man sieht das ja ein bisschen. Vielleicht sollte ich in Zukunft auf das Licht hier auch mal ein bisschen anmachen. Und das ist die Figur an sich. So sieht die dementsprechend aus. Ist eine etwas kleinere Figur, ist aber auch nicht so wild. Sie ist zumindest sauber. Vergilbt ist die jetzt nicht. Steht hier unten noch was? Shiro Tachiana. Aha, Bandai 2007. Ja, der Anime ist auch schon relativ alt. Und gehört. So rum. Doch, so rum. So rum gehört darauf. Dann sieht man, sie ist auch fest. Aber ich werde mal sehen, ob ich das wieder hinkriege. Ich weiß, dass man das ausbleichen kann. Beziehungsweise richtig reinigen kann. Ich habe da ein Mittel für zu. Ich habe das damals bei meinem Game Boy Advance auch gemacht. Ich habe da so ein durchsichtiges Modell, das ist auch ausgegilbt über die Jahre. Und das konnte ich dann auch wieder in die Originalfarbe zurückkriegen. So, das mache ich jetzt mal wieder hier rein. So. Tue ich da mal hin. Und da haben wir die größte Figur. Oh, das ist sogar aus der dritten Staffel. Ist die sogar. Sieht man jetzt von vorne. Von der Seite wie von hinten. Ja. Aus der dritten Staffel. Gut, das habe ich jetzt nicht gesehen gehabt, dass sie jetzt aus der dritten Staffel ist. Aber das ist auch nicht schlimm. Machen wir doch glatt mal auf. Figur so. Nee, Verpackung so. Tschüss. Einmal so. Dann wieder so. Das Ding will, mag mich nicht. Komm her, doofes Ding. So, zack. So. Das kommt da wieder hin. Das hier kommt erstmal beiseite. So, der Standfuß. Hier steht auch das ganz normale drauf, wie bei dem anderen auch. Aber die ist nicht vergilbt. Die ist weiß. Einfach weiß, wie sie gehört. Ja, ein bisschen eingestaubt ist aber nicht so wild. Das kann durch die Verpackung kommen.
Ausgebleicht ist sie auch nicht, hat eine schöne Qualität. Und die Haare gefallen mir. So sieht man die halt jetzt mal von vorne. So. Ich sollte vielleicht wirklich beim nächsten Mal das Licht in Zukunft einschalten. Was mir aber schon aufgefallen ist, dass es bei den Haaren unten, dass sie da leicht durchsichtig erscheinen. Was ich ziemlich gut finde. Gerade bei den Anime selber ist es ja da, dass der Charakter hat ursprünglich ja zwei verschiedene Haarfarben. Einmal in Schwarz sowie in Rot. Und ja, vielleicht sollte man auch mal darüber mal was machen. Kann man ja auch mal ausprobieren. Sagen, welche Animes mir am liebsten gefallen. Aber irgendwie gefällt die. Das ist jetzt meine größte Shana-Figur, die ich bis jetzt habe. Hab noch drei andere. Die stehen praktisch jetzt unter der Kamera. Hier habe ich so eine kleine Box, wo die drinnen sind, weil es auch so kleine Figuren sind. Die kann ich auch gleich mal kurz so mit reinblenden. Am Ende. Und ja. Wie gefällt die? Zwei Figuren in meiner Sammlung mehr. So. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Figuren ich mittlerweile habe. Muss ich mal durchzählen. Es sind mittlerweile einige. So, zack. Steht jetzt auch mal fest. Ja, ist wieder ein etwas kürzeres Video. Aber für Animes-Fans kann ich selber sehr gut empfehlen, den Anime komplett zu gucken. Der hat drei Staffeln, mehrere OVAs und sogar einen Kinofilm. Absolut empfehlenswert. Romanze, Action, Drama, sehr viel Story bei. Manchmal ein bisschen verwirrend, gerade die letzte Staffel ein bisschen, weil einfach zu viele Charaktere dazu gekommen sind. Aber sehr empfehlenswert. Ich habe auch selber den Hauptcharakter, den männlichen Hauptcharakter, den Namen davon habe ich in vielen Foren, Online-Spielen sehr, sehr viel benutzt. Jo, mehr kann ich jetzt nicht machen. Mehr Pakete sind momentan nicht angekommen. Es sind noch einige unterwegs. Die im Laufe der dieser Woche, bzw. was sie noch nächste Woche kommen sollen. Wir haben ja heute Donnerstag. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde bei, keine Ahnung, was ich mache. Mal gucken. Bis dahin, haut rein und auf Wiedersehen.